Moin zu einer neuen Folge vom Wurstnerd. Karl hat gestern ziemlich coole Videos rüber gewhatsappt und die will ich euch heute zeigen. Bevor wir das allerdings machen, unter der letzten Episode hat Johanna Schmidt einen sehr, sehr coolen Kommentar hinterlassen. Und Johanna, dafür richten wir heute für dich und für alle weiteren coolen Kommentare, richten wir eine Wall of Fame ein. Und du bist die allererste, die draufkommt. Es sollen natürlich nicht nur die schönen und netten Kommentare drauf, sondern gern auch die kritischen. Also wenn ihr Kritikpunkte habt oder ähnliches, gern her damit. Wenn es ein guter Kommentar ist, landet ihr auch auf der Wall of Fame. Johanna, du bist heute die allererste und ja, allerbesten Dank für deinen Kommentar. Danach geht sofort weiter mit dem Video von Karl. Viel Spaß! Also Johanna, vielen Dank für den sehr coolen Kommentar. Du bist jetzt an der Wall of Fame. Jetzt auf zu den Videos von Karl. Guten Morgen an alle Wurstfreunde. Heute zeige ich euch, warum Ende August die geilste Zeit für Schweine im Jahr anfängt. Wir haben heute den 26. August. Diese Zwischenfrucht wurde am 22. Juli gesät. Und heute wurde das erste gemäht. Und jetzt geht's in den Schweinestall. Na, was wird's heute wohl geben? Heute gibt es jeden zweiten Tag, bis der erste Schnee liegen wird, diese Zwischenfrüchte für die Schweine zu fressen. Ich glaube, sie selber denken, was Geileres gibt es da nicht.